Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Dani Röpi und ich begrüße euch zu meinem neuesten Projekt. Ja, Final Fantasy 16. Schön, oder? Ja, finde ich auch. Ein bisschen komisch, als ich das Spiel zum ersten Mal gespielt habe, da wurde ich direkt in so ein Menü hier reingepackt, wo ich so Einstellungen vornehmen musste. Also da war ich gar nicht in so einem Titelbildschirm, deswegen hoffe ich, dass das gleich auch noch mal kommt und so, wenn ich auf ein neues Spiel gehe. Ne? Aber gut. Der Daniro ist heute, also eigentlich gestern, aber heute am Montag, wenn ihr diesen Part hoffentlich seht, in der nächsten Konsolengeneration angekommen. Ja, ich spiele nämlich hier Final Fantasy 16 gerade auf meiner niegelnagelneuen PS5. Und ja, lange habe ich es vor mir hergeschoben, aber ich habe mir schon seit langer Zeit so gedacht, so hör mal, sobald die PS5 rauskommt, Final Fantasy 16 rauskommt, da musst du dir die PS5 holen. Und ja, da sind wir heute angekommen und ich sitze jetzt hier gerade mit meiner neuen Konsole. Ich komme noch nicht so ein bisschen mit dem Menü klar, weil ich bin, weiß nicht mehr, es gibt ja dieses Home-Menü, ne, in der PlayStation, und ich komme noch nicht so mit dem Menü ein bisschen klar, so wie man da aus dem Spiel rauskommt und also was anderes, ne? Also ist noch ein bisschen kompliziert, aber zu dem Zeitpunkt, in dem ich das hier aufnehme, habe ich die Konsole auch erst seit 2 Tagen. Von daher ist das jetzt nicht so überraschend, ne? Gut, für die jetzt hier, weil nicht direkt die Action des Spiels sehen wollen und sehen wollen, wie ich hier ins Spiel reingehe, die spulen dann wahrscheinlich so 10 Minuten vor, weil ich habe immer die Angewohnheit, so wenn ich ein neues Projekt startet, dass ich immer noch so ein bisschen rede, ne, und so ein bisschen erzähle. Vor allem, wenn ich hier so ein Spiel spiele, das, auf das ich schon lange gewartet habe, auf das ich mich schon lange gefreut habe, ne, und ja, das könnte jetzt noch ein bisschen dauern. Ich werde jetzt hier noch ein bisschen reden, ne. Ja, ich bin, nur mal so als kleine Info, ein riesiger Final Fantasy Fan, ne. Es ist noch nicht so sehr vertreten auf diesem Kanal, komischerweise. Ich habe Final Fantasy 7 Remake gespielt, als es rausgekommen ist. Ich weiß gar nicht, wie viele Jahre, da war bestimmt auch schon 3 Jahre, ne? Kingdom Hearts gibt's wie bekloppt auf diesem Kanal. Jetzt gerade irgendwie eine Motte durch die Gegend geflogen, mein Zimmer. Aber okay, ignorieren wir. Und ja, ich weiß gar nicht, warum ich so wenig Final Fantasy auf diesem Kanal habe. Final Fantasy 15 ist, glaube ich, so zu dem Zeitpunkt rausgekommen, als mein Kanal so angefangen hat, ne? Final Fantasy 6, mein Lieblings-Final Fantasy, sollte übrigens auch mein erstes Projekt auf diesem Kanal sein. Habe mich dann aber für Tales of Graces F entschieden. Und ja, aber jetzt habe ich mal einen Grund hier zu spielen, ne? Ich glaube, das lag irgendwie daran, weil irgendwie damals Let's Plays irgendwie noch so, weil nicht so mit den Rechten, so was man spielen darf und was nicht. Das war noch so ein bisschen strenger. Square Enix war so ein bisschen strenger damals, ne? Aber jetzt, wo Streaming und Let's Play ein bisschen mehr so die Runde macht, so überall, da sind die, glaube ich, jetzt ein bisschen lockerer. Und bei meinem kleinen Kanal macht das sowieso keinen Unterschied, also von daher, was soll's, ne? Gibt schon Leute, die haben schon einen Tag vor Release Videos hochgeladen, also ja, was soll's. Ja, wie gesagt, riesiger Final Fantasy Fan, ne? Zusammen mit Kingdom Hearts und die Tales of Serie meine absolute Lieblingsspielserie. Ich habe jeden Teil gespielt, bis auf Final Fantasy 11 und 14, weil das sind Online-Titel. Den 11. Teil habe ich versucht, damals zu spielen, habe ich aber nicht hingekriegt, weil ich da zu jung war. Und das war so ein Spiel mit halt monatlichen Gebühren. Und ja, da hatte ich natürlich keine Ahnung, wie man das macht, ne? Und ja, versucht habe mal meinen Eltern beizubringen, die noch weniger Ahnung von sowas haben, ne? Also ja, das klappte nicht. Final Fantasy 14. Habe ich ehrlich gesagt gedacht, war auch mit monatlichen Kosten verbunden, aber ich habe erst vor ein paar Jahren herausgefunden, dass das Spiel eigentlich umsonst ist. Sollte ich das eigentlich spielen können? Habe ich aber nicht. Und jetzt ist mir halt schon zu spät, ne? Jetzt ist schon so viel draußen von dem Spiel, deswegen ja, lass mal das. Einige Spin-offs habe ich auch gespielt: Final Fantasy Tactics hier für den Game Boy Advance und den DS. DCDA Final Fantasy hier für die PS4. Hat mir ehrlich gesagt nicht so gefallen. Ich glaube, die PSP Ableger, die waren ein bisschen besser, ne? Sorry. Und ja. Und weil ich habe jeden Teil aber von der Hauptserie in irgendeiner Form gespielt. Ich habe zum Beispiel nie ein Original von
Final Fantasy 1 gespielt, was damals für die NES rausgekommen ist. Also da war noch mal ein bisschen vor meiner Zeit, so knapp vor meiner Zeit. Aber ich habe die Game Boy Advance Version damals gespielt. Ich habe die DS-Version von Final Fantasy 4 gespielt, die Game Boy Advance Version von 5, die DS-Version von 3, die PlayStation 1 Version von Final Fantasy 6. Also alle von den Haupttiteln habe ich irgendwann zu irgendeinem Zeitpunkt mal gespielt, bis auf die Online-Titel. Und ja, ich habe es geschafft, irgendwie relativ spoilerfrei in dieses Spiel hier reinzugehen. Ich habe mir, glaube ich, nur den Release-Trailer angeschaut damals, aber habe nicht wirklich irgendwas behalten. Musste ich auch gar nicht, weil es ist Final Fantasy. Ich bin ein riesiger Fan von Final Fantasy. Ich muss da nicht mehr Trailer anschauen. Ich muss mir nicht angucken, was, um was es in dieses Spiel geht oder wie das Gameplay aussieht, wie die Grafik aussieht. Ich habe volles Vertrauen, dass das ein gutes Spiel wird. Deswegen muss ich mir keine Trailer da anschauen, die mich noch überzeugen müssen über das Spiel. Ne? Ich will da so spoilerfrei wie möglich reingehen. Ne? Die einzigen Sachen, die ich weiß, sind, der Hauptcharakter sieht ziemlich cool aus. Ne? Der sieht irgendwie aus wie so eine erwachsenere Version von Noctis hier von Final Fantasy 15. Da gab es ja auch so einen Timeskip so von 10 Jahren. Ne? Und der sieht irgendwie aus wie eine Timeskip-Version von Noctis. Also es gab ja auch eine Timeskip-Version von Noctis, aber da sah der halt ein bisschen rauer aus, weil er halt 10 Jahre lang in diesem Grabmal da geschlafen hat. Ne? Aber der Hauptcharakter in dem Spiel sieht irgendwie aus, als wäre halt irgendwie Noctis, nachdem er irgendwie, weiß ich nicht, 10 Jahre irgendwie weitergekämpft hat, irgendwie voll der abgehärtete Typ ist. Und ja, ich weiß noch nicht mal, wie der heißt, ehrlich gesagt. Ich kenne auch keinen anderen Charakter in diesem Spiel. Ich weiß nicht, worum es in der Story geht. Ich weiß nicht, wie das Kampfsystem dieses Spiels aussieht oder halt Gameplay allgemein dieses Spiels aussieht. Ich weiß nicht, irgendwas wollte ich noch sagen. Keine Ahnung, doch. Ne, was ich weiß, wollte ich sagen. Was ich noch weiß, ist, dass Ifrit irgendwie eine größere Rolle in diesem Spiel hat, glaube ich. Das soll auch, glaube ich, Ifrit sein, da unten rechts, ne? Also Ifrit ist ja normalerweise hier die Feuerbeschwörung von dem Final Fantasy Spielen, ne? Und ich weiß nicht genau, was es mit dem auf sich hat. Ob der Hauptcharakter den irgendwie beschwören kann oder sich in dem verwandeln kann. Irgendwie auf der Rückseite von der Hülle des Spiels steht irgendwie so was von, steht irgendwas mit so epischen Esper-Kämpfen. Also ich weiß nicht. Also ich meine, er kann ihn irgendwie rufen oder sich verwandeln oder irgendwie sowas, oder er ist Ifrit, ich weiß es nicht. Und ja, das ist mehr oder weniger alles, was ich über das Spiel weiß. Ne? Ich habe, als ich das Spiel gekauft habe, hat mir die Kassiererin irgendwie noch so ein anderes Ding mir dazu gegeben, was dazu kommt. Ich habe die normale Version, also ich habe jetzt keine Collector's Edition oder Deluxe Edition oder irgendwie so gekauft. Aber die Kassiererin hat mir irgendwie noch so was in die Hand gedrückt, was dazu gehört. Und da waren irgendwie so Karten bei und so ein Poster. Und ich habe erst gedacht, die Karten wären irgendwie so Bieruntersetzer, weil die irgendwie so komisch aussahen. Und ja, da waren auch die Namen und die Bilder von einigen Charakteren drauf. Habe ich mir nicht angeguckt. Ich habe die direkt wieder weggepackt. Also ich wollte mir die jetzt nicht vorher anschauen, bevor ich das Spiel starte. Und was ich noch weiß, das Spiel hat irgendwie ein mittelalterliches Setting, was relativ selten ist für Final Fantasy. Normalerweise hat man immer so ein Pseudo-Mittelalter-Fantasy-Setting, so in den früheren Final Fantasies. Final Fantasy 6 hatte ein Cyberpunk-Setting, Final Fantasy 7 und 8 haben so modernes Setting mit leicht futuristischen Elementen. Final Fantasy 9 war so das einzige, das so ein volles Mittelalter-Setting hatte. Und ich glaube, hier hat es auch irgendwie so ein, weiß nicht, so ein dunkles Mittelalter, so Game of Thrones ähnliches Mittelalter, ich weiß es nicht. Und ja, das ist alles, was ich so über das Spiel weiß. So, jetzt bin ich fast bei 10 Minuten angekommen. Boah, zum Glück habe ich eine Warnung nach 1-2 Minuten nachgegeben, ne? So, gut, ich finde, wir haben genug geredet, ne? Muss ja sein, ne? Ich nehme an, das Spiel werde ich eine lange Zeit spielen, deswegen muss ich hier vielleicht, weiß nicht, so ein paar Minuten erstmal reden, um so zu erzählen, was hier so los ist, was ich vorhab und so was, ne? So, ich würde sagen, wir gehen jetzt hier rein. Ich habe den Ton so vom Spiel ein bisschen runtergestellt, weil ich nicht den Fehler begeben will, dass ich schon wieder zu leise bin, weil was mir immer in den ersten Folgen von irgendeinem neuen Projekt passiert. Aber diesmal habe ich den Ton ein bisschen runtergestellt. Also, wenn er ein bisschen zu leise ist, dann wird er mir spätestens im nächsten Part
wieder behoben. Aber fürs erste tun wir ihn erstmal ein bisschen leise machen. So, wir gehen auf neues Spiel und ha, das ist genau das, was mir gerade aufgeploppt ist. Das ist genau das, was aufgeploppt ist, als ich das Spiel zum ersten Mal gestartet habe. Da war ich noch nicht mal im Titelbildschirm, da ist direkt das hier aufgeploppt, ne? So, ich würde gern mit Sprachausgabe Deutsch spielen. Hast du alles Mögliche, ne? Weil nicht, mir gefällt ehrlich gesagt, die deutsche Synchro in Final Fantasy spielen. Ich finde, das ist eine gute Idee. Hätte ich jetzt nicht gedacht, aber ja, warum nicht, ne? Ja, ich lass mal auf Deutsch, ne? Warum nicht? Ich weiß nicht, was das hier ist, ne? Visualisierung von Geräuschen, das klingt ehrlich gesagt ziemlich gut, ne? Ich mach das mal an, obwohl das standardmäßig ausgeschaltet ist, ne? So, dann gab das, dann gab's das hier, Story Focus und Action Focus. Also so wie ich das sehe, Story Focus ist, du kriegst ein paar Hilfsgegenstände am Anfang und hier ist, du kriegst keine Hilfsgegenstände, ne? Ich mache natürlich Action Focus, weil ein bisschen Herausforderung muss sein, ne? Und ja, direkt danach startete schon das Spiel und da habe ich erstmal Panik gekriegt und bin zum Home-Menü zurückgegangen und ja, alles was ich gesehen habe ist nur wie jemand geredet hat am Anfang, aber mal gucken. Sollen das hier diese Geräusche Dinger hier sein? Ich weiß nicht genau, was das soll. Lassen wir erstmal an, ne? So, ich würde sagen, wir fangen an, ne? Mal gucken, worum es hier geht und was hier los ist. Ich bin gespannt. Los geht's mit Final Fantasy 16. In den Chroniken des Moss steht geschrieben, dass Valistea vom Licht der Mutterkristalle gesegnet wurde. Im Hintergrund hört man das Final Fantasy Thema. Und jenes Licht, das Kristallthema, unsere Ahnen letztlich aus der Dunkelheit führte. Sein Strahl erweckte auch ein Verlangen. Ein Verlangen, das uns stets zurück in den Schatten der Kristalle. Also wenn das alles ist, was diese... Und so begann unsere Reise. Wenn dieser eine Effekt ist, den ich gerade eingestellt hat, macht, dann tue ich den wahrscheinlich doch abstellen. Auf das erste lassen wir mal. Ja, guck mal, da ist Ifrit, glaube ich. Ja, jetzt schon mal richtig zur Sache, ne? Ich weiß nicht, was hier los ist, aber sieht cool aus. Feuerball. Ja, Feuerball. Kann ich hier, okay, ausweichen? Okay. Ich tue übrigens hier den Vogel gerade steuern, ne? Ich hätte ehrlich gedacht, ich wäre hier auf Ifrits Seite. Aber anscheinend nicht. Oh Gott. Sind wir am Gewinnen? Ich weiß es nicht. Hauptcharakter, ne? Im Jahre 873. Niederschlag, Republik Dalmekia. Er hat auch so eine Narbe im Gesicht. Und er auch. Es wird bald hell. Beide Lager regen sich.
kennt unser Ziel. Shivas Dominus. Und auch nur Shiva. Dominus. Ist die Eisbeschwörung. Niemand sonst? Ist ja langweilig. Und diese Frau, sie kreuzt hier wirklich auf? Unser Eins stellt keine Fragen. Hast du verstanden? Das ist ein Befehl. Da ist gar keine Narbe, das ist ein Tattoo. Wir gehen los. Ich habe ganz ehrlich die ganze Zeit gedacht, das wäre eine Narbe. Als ich den Typen irgendwie auf so auf dem Cover und was weiß ich nicht alles gesehen habe. Lass mich raten, wir sind Mitglied von Ex-Soldat. Ich meine, ich muss jetzt nicht sagen, wie geil das hier aussieht, ne? Wach auf, Wyvern. Ohne dich ist die Mission gelaufen. Ja, ich weiß. So, das erste, was ich machen will, ist okay. Ich muss jetzt erstmal gucken. Das kann man da sicher wieder hier irgendwo abstellen. habe ich jetzt hier. Da kann doch nicht sein. Da. Ja, wenn das wirklich Eis ist, was das hier macht, dann. Nee, lass mal. Dann tun wir mal wieder abstellen, ne? Ja. Ist irgendwie random, diese Funktion. So, ein Cliff. Ah, so heiß ich also. Gut zu wissen. Ja, habe ich schon rausgefunden. Jetzt gleich die Hölle los. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Ja, ich komme wahrscheinlich. Siehst du nicht, wie ich mich beeile? Okay, also wollte ich noch, gibt es diese Einstellung auch, und zwar nennt man das Motion Blur, ne? Da kann man, glaube ich, hier nicht einstellen, ne? Tut hier Verhörgeschichte, Sprechernamen, oh, nein, da möchte ich nicht. Ja, wir gehen hier kurz noch hier mal rum, ne? Bevor wir uns hier irgendwann einmal hier, ich meine, da könnte ich auch alles offscreen machen, aber warum, ne? Ah, das war das. Ja, Bewegung, Kamera springen. Gerade rechtzeitig. Ah, Schlacht um Rohan. Chocobos. Ja. Ziemlich entspannte Musik dafür, was gerade ja los ist, ne?
Hauptcharakter sind sehr gesprächiger. Schneller, los! Jetzt auf einmal weigert ihr euch? Habt ihr uns nicht die Schwertreue zugeschworen? Genug. Havel, der König ist unser Gast. Sieht auch ein bisschen aus wie wir. Und sein Entscheid ist final. Matt. So eine Wasserflasche möchte ich auch haben. Warum sind wir denn überhaupt hier? Habt ihr kein Vertrauen in eure Truppen? Schließlich hat Almekia sich im Krieg der zwei Welten bereits gegen die Eisernen behauptet. Oder etwa nicht? Zudem... Euer Dominus hatte noch gar keinen Auftritt. Und wenn er ihn hat, stünden wir doch nur im Weg. Ihr habt wohl noch nicht gehört, dass die Eisernen nun auch einen Dominus haben. Es wäre fatal, sie zu unterschätzen. Ihr Feiglinge. Was sagt ihr da? Wenn wir diese Festung aufgeben... Alter. ...haben sie Zugang zur Hauptstadt. Die Stimme kommt mir übrigens bekannt vor. Und ich glaube, die Eisernen werden nicht gemütlich warten, bis die Verstärkung... Ich weiß, das sage ich auch jedes Mal, wenn ich Fire Emblem Engage spiele, mit den japanischen Synchronsprechern. Aber er kam jetzt irgendwie bekannt vor, die Stimme. Also, bleib nur ich. Kupka! Die Eisernen werden es noch bereuen, dass sie Stürm betreten haben. Dafür sorge ich. Okay. Großkotz. Benedikta. Gib acht. Gibt der Löwe etwa acht, wenn er Hasen jagt? Oder zweifelst du an meiner Kraft? Nein, mein Schatz. Du bist ein Löwe. Und zwar mein Löwe. Ein bisschen Frost macht mir nichts aus, Benedikta. Aber du kannst mir trotzdem schon das Bett vorwärmen. Okay, ich fange langsam an zu glauben, ob das Spiel ab 16 ist. Ganz schönes Chaos. Aber glaube ich Final Fantasy 15 auch, ne? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Sag mal was. Mal raus. Oh. Okay. Ja, ich drücke hier schon alle möglichen Knöpfe, ne? Aber... Huh. Macht gerade noch nichts, ne? Außer springen. So, also ich bin auch vollkommen ja auf dem Schlauch so, was hier gerade abgeht, ne? Aber bin mir sicher, ich
werde ich schon alles kapieren. Oder auch nicht. Ich kann manchmal ziemlich doof sein. Los, geh vor. Halt. Spürt ihr das auch? Ja, wollte ich gerade sagen. Das ist unser erster Gegner. Und sieh an, wer sich noch die Ehre gibt. Oh, Shiva, ne? Also das Gefühl, Espa sind ziemlich wichtig in diesem Spiel. Nein, nicht die Chocobos. Ziemlich interessantes Design für Shiva. Zum ersten Mal blond. Final Fantasy 16 installieren. Was? Ich hab's extra gestern schon installiert. Weiß ich aber nicht, Mann. Oh Gott. Also. Wir kommen irgendwie so Final Fantasy Type Zero Vibes. Da konnten sie ja auch irgendwie so Beschwörungen hier in Kriegen ja beschwören. Haben ja auch irgendwie so Alexander und sowas beschwört, ne? Gott. Keine Angst, Alter, ich rette dich schon, glaube ich. Kann ich auch irgendwie sprinten oder so? Ich glaube nicht, ne? Ja, ich dachte, die wurden getroffen. Warum hetzt mich denn hier jeder so? Ja, auch gerade, ich sterbe schon nicht so schnell. Unser Kollege ist tot. Hä? Reiß dich zusammen. Wir sind noch nicht fertig. Und wer sind wir überhaupt? Und warum ist es so wichtig, dass wir noch... Joshua.
13 Jahren, im Jahre 860. Rosalief. Tja, wenn du nicht zum Schild taugst, in den Ställen gibt es immer Arbeit. Oder willst du deinen Pflichten nachkommen, indem du dich wie ein Schwein im Dreck herumwälzt? Ich mach mir da keine Sorgen. Mein Bruder wird mich immer beschützen. Nicht? Oh Gott, der ist sowas von tot. Ich glaub an dich. Er ist sowas von tot schon, ne? Das sehe ich doch jetzt schon. Na dann auf. Das Publikum wäre eine Zugabe. Na dann mal los. Fangen wir noch einmal von vorn an. Komm, zeig, was du kannst. Greif Kommandant Murdoch an. Okay. Vier für Nahkampfangriff. Also nicht so eine Kombination vergessen. Komm her. Komm her. Gleich nachsetzen. Deine Technik wird sich auch im Gefecht bewähren. Doch wie ist es um deine Magiekünste bestellt? Die Flamme des Phönix brennt in dir. Nun lass sie emporlodern. Los, Clive! Lass Feuer herabregnen! Oder oben glänzt was. Seht ihr das? Ich meine... Klar wirklich das Feuer in mir. Um Feuer zu wirken. Geil. Weiter so. Kann ich voll Dauerbeschuss machen? Wunderbar. Weniger würde ich vom ersten Schild Rosarias auch nicht erwarten. Ein Kompliment von euch? Ruh dich nicht auf deinen Lorbeeren aus. Ich bin am Zug. Oh Gott. Versuche, meiner Klinge auszuweichen. Immerhin ist deine Schwertkunst nutzlos, wenn du tot bist, bevor du sie einsetzt. Flink sein, Lord Rossfield. Ja, muss ich da gedrückt halten? So wie in Final Fantasy. Nein. Einen Augenblick aus, um den Gegner zu verlangsamen und ihn so kurz. Aber in Final Fantasy 15 muss man zum Beispiel immer gedrückt halten. Wo? Oh. Zack. Sehr cool. Gut. Merk dir, Clive, verlass dich nicht nur auf dein Schwert. Scharfe Augen und flinke Füße sind unverzichtbare Qualitäten eines echten Schwertes. Ich dachte, er holt jetzt eine Knarre raus. Zudem bist du nicht irgendein. Benutze nicht nur das Schwert, sondern auch diese AK-47. In dir schlummert die Kraft des Phönix. Mache dir sein Segen zunutze. Tauch ein in die Flammen und stürm nach vorn. Also sind wir gegen Ifrit. Ich dachte, Ifrit wäre irgendwie mit uns irgendwie. Ich dachte, wir sind irgendwie verbunden mit Ifrit. Phönix Luke. Cliff wurde mit dem vom Phönix mit übernatürlichen Esper-Kräften gesehen, um die Manöver den Phönix zu oder ist genau wieder in Final Fantasy 15, wo man das Schwert werfen konnte und sich dann dahin teleportiert hat. Okay. Okay. Beeindruckend. Doch selbst der wendigste Schild wird nicht jedem Hieb entgehen können. Und wie du weißt, können ein paar wenige Schnittwunden genauso tödlich sein wie 1000. Der sicherste Weg im Kampf nicht zu fallen, ist folgender. Achte auf deine Wunden und versorge sie, wenn nötig. Wo wir gerade davon sprechen, du siehst etwas mitgenommen aus. So geht das nicht weiter.
Kann mich heilen. Habe ich wieder Portionen. Mit helfenden Mitteln wie Heiltränken und Tonika kann Klaus seine Lebenspunkte wiederherstellen. Oder Attribut steigern. Okay. Halt rein. Nochmal. Okay. Sehr gut. Lass dich während deines Kampfes niemals ablenken. Über Leben und Tod kann ein einziger Augenblick entscheiden. Du musst dazu bereit sein, jedes verfügbare Mittel zu nutzen, um dir deinen Weg zum Sieg zu sichern. Oder zumindest, wobei wir wieder bei der Knarre werden. Den nächsten Tag noch erleben zu dürfen. Genug geübt. Zeit für deine Prüfung. Die Dusche scheint dich gut erfrischt zu haben. Aber bei Bedarf hätten wir noch einen Eimer. Nichts wäre mir lieber. Na dann, Lord Rossfield. Kämpfen wir. Du willst der Ehre würdig sein, dich den ersten Schild zu nennen? Beweis es. Wie ihr wünscht, Kommandant. Na komm her, dich mache ich fertig. Komm her, Junge. Zeig mir, was du kannst. Kampfmusik. Ja, übrigens die Tidus-Kampfhose hier von Final Fantasy 10. Das Gegner zerschöpft die. Erschöpfe die gelbe Willenskraftleiste deines Gegners durch erfolgreiche Tipps, um seinen Kampfgeist zu brechen und ihn für kurze Zeit besonders anfällig für Angriffe zu machen. Stufe 15. Ups, falscher Knopf. Ich wollte eigentlich ausweichen. Kann ich dann endlich mal einsetzen? Aua. Dir scheint es ernst zu sein. Weiter so, Kleif. Warum? Geh weg. Stimmt, ich kann ja auch Kombos machen. Kann ich das nun endlich machen? Ist ja voll broken. Der steht einfach da und tankt das. Also wie ein Devil May Cry. Und den Gegner mit Schüssen, die er anheizen muss. Da hat er gebrochen. Den schnappe ich mir. Gebrochener Kampfgeist. Kommandant Murdochs Willenkraft ist erschöpft. Wenn der Kampfgeist des Gegners gebrochen wurde und er zermürbt am Boden liegt, kannst du ihm großen Schaden zufügen. Drücke R2 und 4, um den Lohenschwingen anzugreifen. Eine mächtige Essbar-Fähigkeit, die Kleif durch den Segen des Phönix gewährt wurde. Oh, das hat er. Nee, bitte zurückhalten. Aua. Oh, ich habe ganz schnell getroffen damit. Das ist wohl unfair, ey. Der arme Typ, ey. Die Siegesfanfare. Sehr cool. Der ist aber auch ganz schön stark. Wenn er einfach so Feuerbälle irgendwie so abwehren kann, als wäre nichts. Du hast es geschafft. Zum allerersten Mal. Beim Kämpfen kommst du ganz nach deinem Vater. Du bist ein echter Schild des Feuers. Lass dir das nicht absprechen. Auch nicht von mir. Was gafft ihr da noch? Schwerter in die Hand!
Joshua. Es geht schon. Verschwende deine Gabe nicht. Ich merke übrigens gerade, ich habe nochmal nachgeguckt. Wenn meine Schilde mich schützen, der Junge ist auch auf dem Cover drauf. Darum. Heute Morgen auch schon. Aber er ist umgeben vom Feuer. Also. Nicht so schlimm. Ist nur ein Husten. Pass auf dich auf. Seine Gnaden ist zurück. Ich habe erst gedacht, da wäre ein Mädchen. Also als ich den mal vom Cover gesehen habe. Wegen der Kleidung halt. Euer Gnaden, bitte. Solch ein Ort ist eurer nicht würdig. Für Joshua bin ich mir für nichts zu schade. Ich will meinen Sohn sehen. Meine Herren, Rosaria dankt euch für eure unermüdliche Loyalität. Hab Dank, euer Gnaden. Zu euren Diensten. Joshua! Warum bist du nicht im Schloss? Das ist kein Ort für dich. Entschuldige. Guten Tag, Mutter. Komm, Joshua. Dein Vater erwartet uns. Lord Murdoch? Jawohl. Wer behandelt so sein eigen Fleisch und Blut? Ich weiß. Was kann er denn dafür? Nicht jeder kann der Phönix sein. Also sollte der Kleine irgendwie Phönix sein? Wer ist das überhaupt? Wer ist das Mädchen überhaupt? Habe ich irgendwie nicht mitbekommen. Egal. Ein Schoko gewesen. Ich habe erst gedacht, da reitet jemand auf einen Drachen oder so. Schon gut, meine Freunde. Willkommen zurück. Danke, Joshua. Wie geht es? Besser? Ja, Vater, viel besser. Heute haben wir Clive beim Kämpfen zugesehen. Tatsächlich. Leise, Torgal. Aufhören. Hör auf. Das wird ein fabelhaftes Tier werden. Vater. Nicht nötig, Jill. Danke, euer Gnaden. Die Hauptstadt freut sich eurer Rückkehr, euer Gnaden. Krieg zieht auf, mein Sohn. Halt dich bereit. Ist es wirklich schon so weit gekommen? Komm in den Thronsaal. Wir müssen reden. Ja, Vater. Majestät. Schilde, abtreten! Ja, ist sowas von tot. In 13 Jahren ist dieser Mann tot. Vielleicht schon früher sogar. Wo willst du denn hin? Hm? Gehst du jetzt gleich zu deiner Audienz? Ja. Kann ich mich aber umschauen hier? Morgengrauen und Abendrot.
Finde den Weg. Nicht sicher, wo du hin musst, halte L3 gedrückt, um dir die richtige Richtung weisen zu lassen. Das nächste Ziel eines Hauptauftrags wird zudem mit dem, was auch immer das Symbol angezeigt, was auch immer das ist. Ist alles in Ordnung? Ich weiß nicht. Ich muss Vater sprechen. So, ich habe ja, als ich gerade gekämpft habe, so ein paar Sachen gesehen. Naja, so blaue Lichter, da genau. Wieder bestimmt. Das muss hier alles weg, bevor es dunkel wird. Ja, oder hier. Ich kann da nicht hin. Noch nicht. Sorry. Los jetzt. Ladet schnell aus, bevor... Wo ist das? Gegenstände finden. Es nutzt bei offenen Augen durch die Welt zu laufen. An funkelnden Punkten am Ort, am Boden kannst du auch Gegenstände finden. Was genau du gefunden hast, kannst du unter den Reiter Gegenstände überhaupt mit dir überprüfen. Beitrag. Naja, statt da, glaube ich. Also ja. Da muss ich da ein. Verdammt. Oh, du hast so eine Narbe, so ein Tattoo. Hier bitte. Ich bitte euch, Milord, schenkt diesem jämmerlichen Tollpatsch einfach keine Beachtung. Verbeug dich, du Esel. Aber ich... Darf ich dir erlaubt zu sprechen? Das ist nicht nötig, wirklich. Doch, doch, verzeiht seine Manieren. Allein eines Blickes von euch gewürdigt zu werden, ist mehr als seinesgleichen verdient. Ja, andernorts würde er nicht mal halb so gut behandelt werden wie bei uns in Rosaria. Wie ich ihm Tag für Tag aufs Neue einbläue, war es sein Glück, dass er in eures Vaters Reich geboren wurde. Seht auf, bitte. Sein Ungeschick werdet ihr ihm doch nachsehen. Sehr wohl, wenn das in eurem Sinne ist, Milord. Schon dich etwas. Denk dran, Rosaria braucht deine Kräfte. Wir tun alle unser Bestes, Milord. Ja, wir alle. Komm, gehen wir jetzt. Die Pflicht ruft, mein Guter. Ich weiß nicht, was dieses Tattoo bedeutet. Na, warte mal. Aber das Spiel sagt mir sogar, ich muss dahin. Nein, ich wollte erstmal irgendwo anders hin. Hm, da kommt man aber hin. Okay, aber da oben komme ich schon irgendwie nicht hin. Ne? Ja, guck mal, wie niedrig ich hier noch springen kann. Oh nee. Level ich hier irgendwie springen hoch? So wie in Oblivion. So, scheint irgendwie nicht so, als könnte ich hier mit jemanden. Oh. Jetzt könnte ich hier mit irgendjemandem reden oder so, ne? Doch. Ich darf niemanden ins Verlies lassen. Nicht einmal euch, Milord. Okay. So, also ja, ist ein bisschen interessant, ne? Ich weiß noch nicht genau, was hier los ist. Verschlossen. Hier mal. Wir sind durch den Seiteneingang. Bereitet alles vor. Ich dachte erst, diese Blondine, die unsere Mutter ist, wäre irgendwie erst die andere da, die wir gesehen haben. Aber war sie, nehme ich mal nicht, ne? Bei 13 Jahre, ne? Ich nehme sehr stark an, hier unser Bruder hier, Joshua, ne? Der ist bestimmt schon tot, ne? Mittlerweile, ne? Oder vielleicht auch nicht, ne? Weil der jetzt auf dem Cover des Spiels. Also vielleicht ist er ja doch noch am Leben, ne? Sie bereiten das Abendessen vor.
Das ist gar nicht so meins. Da ist da wieder so ein Kristall irgendwie, wo aus dem Wasser kommt. So wie der Wasserflaschenkristall. Die Träger den Brunnen mit Wasser auffüllen. Mit unseren Kristallen sollten wir besser sparen. Die beiden würden ein schönes Paar abgeben. Die Weizenernte ist dieses Jahr mager ausgefallen. Dabei sind die Speicher ohnehin schon fast leer. Warte mal, komme ich da zu dem Gegenstand? Ja, guck mal da. Super Tragik. Eine wahre Glanzleistung. Lord Murdoch konnte einem beinahe ein wenig leiden. Ja, irgendwie schon, ne? Ich habe Feuerbälle auf den geschossen und so, ne? Und er hat alles mit seinem Gesicht abgewehrt. Schon voll der krasse Typ. Na, okay. Und ja, die Parts, die will ich übrigens so ungefähr eine Stunde oder so lang machen, ne? Falls ihr euch wundert. So schön ruhig hier, oder? Und das heißt, noch ein paar Minuten können wir hier spielen. Und dann können wir für den ersten Part auch Schluss machen. Oh, Milad, mein Träger arbeitet sehr zuverlässig. Bis zur Prozession ist alles bereit. Okay. Oh, er. Wind. Glaube ich. Und irgendwie eine Karte oder so einstellen. Ich hoffe später. Weil sonst, oh Junge. Was ist dieser Sprung? Clive, ich. Du hast Angst vom Krieg. Die Soldaten vertrauen auf die Macht des Phönix. Und ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Keine Sorge, Joshua. Er klingt wie die Stimme von hier Two and a Half Men. Hier ist er nochmal, Jake. Der kleine Junge. Ich weiß. Danke, Clive. Als er noch sehr jung war. Okay, begebe ich zum Thronsaal. Der Junge ist die Zukunft Rosarias. Er muss beschützt werden. Das ist eure einzige Aufgabe. Okay, sehr sympathisch. Mit voller Kraft. Und um manche Tore zu öffnen und den Hebel zu bestätigen, musst du dich ein wenig mehr anstrengen. Drücke X, um das Objekt aufzuwählen und halte dann R2, um mit voller Kraft drücken oder zu ziehen. Ah. Gott, ist das dunkel hier. Diesen komischen Lichteffekt fand ich übrigens schon immer komisch. Weil irgendwo reingehen und alles erstmal dunkel ist, weil sich die Augen irgendwie daran gewöhnen müssen. Das ist doch gar nicht so in echt. Und Final Fantasy 15 auch schon. Viel Glück. Danke, wer auch immer du doch mal warst. Ich nehme an, du bist meine kleine Schwester oder so. Ich habe irgendwie den Namen von ihr nicht mitbekommen. Wünscht mich zu sehen, euer Gnaden. Wie kann ich dienen? Lass diese Förmlichkeiten. Mutter ist nicht hier. Wie ist die Situation im Norden? Schwarz, soweit das Auge reicht. In diesen wenigen Monden hat die Fäule dort fast alles verschlungen. Es bleibt nicht viel Zeit, wie sie auch uns verdirbt. Bei den Flammen. Der Andrang der Flüchtenden stellt unsere Stadt bereits vor eine Zerreißprobe. Schicken wir sie weg, in Richtung Süden, nach Port Isolde, verlagern wir die Sache nur. Jeder Tag, der verstreicht, kann uns zum Verhängnis werden. Wir müssen handeln. Ein Zug gegen die Eisernen. Das ewige Geplänkel führt zu nichts. Bringen wir es zu Ende. Unser Ziel ist die Eroberung des Drachenhauchs. Ohne den Segen des Mutterkristalls sind wir der Fäule hilflos ausgeliefert.
Eisernen werden uns nichts schenken. Das wird ein schwerer Kampf. Morgen reiten wir zum Phönixtor, wo wir unsere Ahnen um Rat fragen, wie es der Brauch verlangt. Werde ich Joshua begleiten dürfen? Erst wäre da noch was anderes. Rodney? Sicher hast du die Berichte gehört. Wildstämme des Nordens sind bei uns gesichtet worden. Goblins in der Stillwindmarsch. Davon habe ich gehört, ja. Dann weißt du, was zu tun ist. Zwei Mann begleiten dich. Während wir nach Norden reiten, werdet ihr morgen das Lager suchen, finden und vernichten. Danach schließt ihr auf zum Phönixtor. Es wird Zeit, dass du dich bewährst, damit deine Mutter Ruhe gibt. Ich werde euch nicht enttäuschen, Majestät. Das wäre alles. Nun geh. Wir reiten früh. Ja, Majestät. Cool. Compendium. Halte, wie auch immer man dieses Taste nennt, gedrückt, um das Compendium aufzurufen. Eine Zusammenstellung diverser Informationen, die für Clive zu diesem Zeitpunkt der Geschichte wichtig sind. Das Compendium steht während fast allen Zwischensequenzen zur Verfügung. Okay. Damals so. Okay. Ja, da sind halt so Informationen, ne, über Plot und so, ne? Ach, und Joshua ist. Also ist dieses eine Mädchen nicht unsere Schwester. Das Eiserne Königreich. Okay. Das ewig gestaltene Gebilde, von denen es im heutigen, was ja noch 5 gibt, sind ja quer 5. Normalerweise gibt es ja immer nur 4. Ja. Zieh dich in dein Gemach zurück. Der Krieg, der uns bevorsteht, wird nicht nur für den Mutterkristall gefochten. Das Wichtigste ist, dass wir diesen Barbaren nicht erlauben, auch nur einen Fuß auf Stirn zu setzen. Ich weiß. Lieber würde ich sterben, als das mit anzusehen. Habt morgen eine sichere Reise. Du ebenso, Clive. Möge der Phönix mit dir sein. Alles klar. Die Eisernen wurden einst vom Festland vertrieben. Doch der Patriarch will ihre Mission auf Stirn nicht ruhen lassen. Und wenn ihre Schiffe landen, wären sie schneller vor unseren Toren als die Fäule, fürchte ich. Also erobern wir den Mutterkristall und kommen ihnen zuvor. Ein Präventivschlag. Nur das Licht des Phönix kann uns durch diese Zeiten führen. Doch wir müssen an die Bürde denken, die Joshua tragen muss. Steh ihm bitte bei. Ich würde mein Leben für ihn geben. Hoffen wir, dass es nicht so weit kommen wird. Na gut, da frage ich mich aber irgendwie, wie wir irgendwie in diese Position gelangen. Dass wir irgendwie hier mal dieses Tattoo hier bekommen und ich weiß jetzt nicht, wie man diese Leute nennt, ne? Irgendwie war er nicht Geschändete oder irgendwie so. Ich weiß es nicht. Erinnert mich irgendwie so an die Kasten aus Dragon Age Origins. Diese Zwergen hier im Zwergenvolk hier, da gab es auch welche so mit Tattoos. Das sind sozusagen die in der Kaste, hieß das, glaube ich. Und ja, ich würde sagen, wir gehen noch mal in unser Gemach und sehen mal, was da als nächstes passiert oder nach. Mein Gott, ist das dunkel. Und was auch immer danach kommt, machen wir dann im nächsten Part. Außer hier tut sich gerade irgendwie was.
Er sieht auch irgendwie aus wie eine ältere Version von Noctis. Aber er sieht aus wie die echte ältere Version von Noctis. Final Fantasy 14. Nicht lang. 4 Tage. Vielleicht 5. Und Joshua wird mit dir gehen? Ich kann ihn doch nicht hier lassen, oder? Das Blut der Rossfields durchfließt ihn. Vor einem Krieg muss das Ritual am Phönix-Tor vollzogen werden. Das weißt du. Und nur der Dominus kann ins Apoditerium. Also brauchen wir Joshua. Was für ein Wahnsinn! Der Junge ist krank. Ja, das weiß ich doch. Aber mein Sohn ist auch der Phönix. Der Erbe des Throns. Er muss in seine Rolle hineinwachsen. Alvin! Ruhig, Liebes. Clive begleitet ihn. Trotz seiner jungen 15 Jahre ist er ein fähiger Soldat und ein würdiger Schild. Und doch hat der Phönix ihn nicht für sich erwählt. Er hat ihn zurückgewiesen. Der Ruf unseres Hauses leidet darunter. Er ist unnütz, eine Schande für uns. So wie ich, mein Herz. Ach, Unsinn. Du bist der Herzog von Rosaria. Ach, nicht das wieder. Du weißt so gut wie ich, dass ich nur auf dem Thron bin, weil mein Vater früh verstorben ist. Und das auch. Nur so lange, bis Joshua bereit ist. Du warst der Erste in der Erbfolge. Und du sitzt auf dem Thron. Alles hat seinen rechten Platz. Du hast nicht das edle Blut der Familie beschmutzt. Ohne Menschen wie Clive, die uns beschützen, hätte dein edles Blut schon längst die Erde getränkt. Ich muss früh raus. Gute Nacht. Ja. Sie wird ganz offensichtlich nichts machen, was uns irgendwie zu Schaden kommt, ne? Überhaupt nicht, ne? Es ist soweit. Zeit, dich zu beweisen. Ein Wunsch an die Sterne? Schon lange nicht mehr. Ich sollte schlafen. Ja. Wer bist du? Ich weiß immer noch nicht, wer sie ist. Du gehst morgen mit ihnen, oder? Ich bin Joshuas Schild. Ich habe geschworen, ihn zu beschützen. Er nimmt zu viel auf sich. Wenn ich ihm die Last nur abnehmen könnte. Clive, du... Ich habe noch einen Auftrag. Vater hat ihn mir persönlich erteilt. Gut. Wenn du nicht selbst zu Metia beten willst, muss ich es wohl für dich tun. Bald wieder Krieg, oder? Seit ich hier lebe, habe ich mich an den Frieden gewöhnt. Ich dachte, der Krieg unserer Länder wäre der letzte. Aber es hört nie auf, oder? Nein. Der Krieg wird noch größer. Aber du schaffst das, oder Clive? Schließlich bist du ein rosarischer Schild mit dem Segen des Phönix.
Es wird kalt. Gehen wir rein. Nach dir. Gute Nacht, Clive. Nächsten Tag. Schade, Ambrosia. Heute gehen wir nicht jagen. Keine Sorge, du wirst das spitze machen. Ich versuch's. Good. Oh, mein Controller vibriert. Freunde, wir reiten zum Phönixtor. Möge das Licht der Kristalle uns segnen und die Flamme des Feuervogels auf ewig brennen. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, wir waren auf der Seite von Ifrit. Man, ist das peinlich. Aber ja, konnte ich ja nicht wissen. Wie gesagt, ich wusste halt nichts über das Spiel und die Story und die Charaktere. Lord Rosfield, erlaubt mir, euer Reittier zum Phönixtor zu bringen. Danke. Wir sind bereit, Milord. Es ist mir wahrlich eine Ehre, an eurer Seite dienen zu können. Gott, die beiden sind sowas von tot. Das wird kein einfacher Auftrag. Wenn die Goblins wirklich dort sind, müssen wir sie vertreiben. Die Wildstämme sind furchtlos. Wir dürfen sie auf keinen Fall unterschätzen. Das ist übrigens gar nicht mehr, wie die anderen Charaktere aussahen. Die wir vorhin getroffen haben, im Timeskip. So wait. Sir Tyler, tun wir unsere Pflicht. Der linke Typ ist viel zu früh. Ich ist sowas von tot, ey. Ich habe den nur gesehen für eine Sekunde. Und möge das Licht der Kristalle uns segnen. Na, alles klar. Weltkarte. Reise nach Still. Der Weltkarte werden dir alle Orte angezeigt, die per Schnellreise erreicht werden können. Okay. Kann ich irgendwie. Ich hätte nämlich gedacht, ich würde dann hier irgendwie einen Schnitt machen oder so, ne? Werde ich auch wahrscheinlich machen, ne? Kann ich ja nicht das Menü oder so aufrufen. Da muss ich gedrückt halten. Ja gut, ich würde dann aber sagen. Mach dann hier einen Schnitt, ne? Und in der nächsten Folge machen wir dann hier weiter, wenn wir es dann aufgeht zu einer kleinen Goblin-Jagd, ne? So wie ich da verstanden habe. Ja, ich bin noch ein bisschen planlos hier, was so alles abgeht, ne? Aber ist ja zu erwarten, ne? Bis jetzt erster Eindruck ziemlich gut, ne? Aber wir haben wahrscheinlich noch nicht gesehen, was hier mit den Spiel so auf sich hat, ne? Deswegen will ich jetzt noch nicht zu schnelle, keine Ahnung, nicht eine zu schnelle Meinung irgendwie ablassen. Da kommt definitiv noch was. Aber ich mache es erstmal ganz schnell. In der nächsten Folge sehen wir uns dann wieder mit Final Fantasy 16. Dankeschön fürs Zuschauen und ja, hinterlasst doch wieder ein Like, ein Abo, ein Kommentar, wenn es euch genehmigt ist, ne? Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Ciao, ciao.